so ein Krebs-Shop sozusagen. Das ist ein grosses, normales Velogeschäft mit einer kleinen Spezialität, dass wir einen Teil von der Ware, die wir verkauft haben, immer über einen Webshop verkauft haben. Wir sind spezialisiert darauf, dass die Leute bei uns die Velos selber zusammenstellen können, also vom Rahmen bis zum fertigen Velo. Wir die Leute unterstützen und bauen eigentlich nach Kundenwunsch die Velos zusammen. Die Philosophie ist eigentlich, dass wir wirklich einfache, schöne Velos zusammenbauen für Leute, die an der Blauschentrand das schätzen. Der Name Krebscycles kommt eigentlich aus den Anfängen von Krebscycles, weil ganz am Anfang haben wir angefangen, alte Rennvelos anzunehmen, wie das so bei vielen fixen Dreigang-Veloshops auch der Fall ist. Und es ist mir davor gekommen, wie ein Krebs, der über das Velo herfällt und die Teile wegschneidet, die es eigentlich nicht braucht, also Bremsen und Beleuchtung und Gangschaltung. Und von dem kommt der Name Krebscycles. Ich glaube, wir sind Sieger geworden dort, weil erstens wir sehr, sehr viele Leute haben, die uns gut finden wiederum. Und Rock'n'Roll im Blut, denke ich, haben wir auch sicher, weil unser Geschäft ist schon nicht nur, dass wir Velo aufbauen, sondern auch Motorräder. Und die beiden Sachen zusammen hat uns, glaube ich, zum Sieg geführt von dem Brand Champion. Ich glaube, dass Krebscycles Grand Champ werden kann, das hängt viel damit zusammen, was wir den Kunden geben und was sie uns wieder zurückgeben. Ich glaube, jeder Klick, den die Leute für uns gemacht haben, zeigt auch, dass unser Service stimmt und dass unser Angebot auch stimmt im Shop. Und auch eine gewisse Freude mir übergeben. Ich glaube, das geben die Leute uns auch zurück.